Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Beim Fendt, es sind wieder Ausgaben gekommen, die 60 bis 63. Mal gucken, wie lange dann die Lieferpause noch anhält, die internationale Presse aufgrund des Coronaviruses verhängt hat. Das heißt also, die nächste Lieferung kommt erst 6 Wochen später. Aber naja, gut, Mähwerk Teil 6 und ich weiß, es ist nicht der letzte Teil. Es gibt da noch ein paar Teile mehr. Die haben jetzt hier nur eine Kleinigkeit zu tun. Ja. Was haben wir denn hier in der Chronik Schönes? Was ist das da oben? Ah ja, der erste Computer, der Apple I von Steve Wozniak. Ach, was ein irre Teil. Ja. Das war noch Computer. Ja, die Rechenleistung von dem, die hat heute, übertrifft heute jedes Handy um ein Vielfaches. Ja, Fendt hat da interessante Agrarmobile da. Ist ja mal was Tolles. Was haben wir hier? Farmer. Gut, wo kommt denn der hin? Der kommt aus Amerika. Oh. Es hatten ja auch mehrere Hersteller von Traktoren. Sieht schon lustig aus vorne. Die Vorderachse. Ungefedert. Irre. Naja, aber er fuhr und hat seinen Dienst getan. Ja, und schaut mal, in der nächsten Ausgabe, was bauen wir denn da? Wir bauen die Deichsel, den ersten Teil von der Deichsel vom Anhänger. Ja, die fangen jetzt an zu mischen, damit man auch ja alle Ausgaben kauft und nicht sagt, so jetzt bis Ausgabe 70 oder 80 ist der Traktor und danach die Ausgaben, den Hänger, den kaufe ich mir nicht mehr. Aber schon ganz geschickt gemacht. Die wissen schon, wie sie die Käufer bei Laune halten, zumindest bei Kasse halten. Okay, ja, dann fangen wir mal an. Lang genug gelabert. Ja, yeah. Gucken, wo habe ich die Teile? Oh, schlecht vorbereitet, schlecht vorbereitet. Aber da sind sie. Es ist ja nicht so viel. Ausgabe 60. So, wo habe ich denn meinen Aufschneider? Ein Teilebefreier. So, wir haben aus Metall ein Trittbrett. Ja, da können wir richtig schön Trittbrettfahrer machen. Ne? Aus Kunststoff eine Abdeckung und eine Verbindungslasche aus Plastik. Wir haben AM-Schrauben und FP-Schrauben. Gut. Ich ruckel mal ein bisschen an euch, damit ich hier mal etwas weiter runterkomme, damit wir auch mehr sehen. Oh, ich muss mal kurz, jetzt habe ich doch tatsächlich den Schraubenzieher verlegt. So, da haben wir. Wir brauchen eine FP-Schraube. So, wir nehmen diese Verkleidung mit der Öffnung nach rechts. Dann kommt die Verbindungslasche da drauf. Muss ich mal schauen, wie das dann später aussieht, ob ich die Auswurfmarke nach oben oder nach unten. Die kommt so, dass man sie nicht sieht, also sprich so rum. So eine lange Schraube da rein. Hätte eigentlich auch eine normale getan. Behaupte ich jetzt mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn.
Jugendliche ist schon lang vorbei. Und ja, ich weiß, der Metalstar würde gerne mal mein Konterfei sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch das antun soll oder ob ich mir das antun soll. Das wäre mir doch die andere Frage. Ist ja meistens, dass man sich da so selber irgendwie nicht so mag. Ja. So. So sieht das Ganze aus. Und das kommt jetzt um den Mähantrieb herum. Also holen wir mal die Tante Fendt. So. Da wird das drüber geschraubt. Und dann von oben mit einer Schraube befestigt, also es kommt hier so drauf. Hum, 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 hummel, hummel. Gut. Schmieren, damit es leichter geht. So, jetzt ein bisschen dunkel für euch. Stabil ist es nicht, also wenn Arnold Schwarzenegger da drauf steigt, dann bricht es ab. Bei seiner Muskelmasse. Naja. Ah, okay, das haben wir. Das war's auch schon. Ja, so einfach geht's. Mehr ist das nicht. Das ist einfach nur Schutz. Dass man da auch draufsteigen kann. Naja, gut, im Original ist es wahrscheinlich deutlich stabiler. Gut, das war's dann. Tatsächlich schon wieder. Ausgabe 60. Ausgabe 61 wird auch nicht so das Riesenbauprojekt. Aber naja, ich meine, besser ein bisschen als gar nichts. Aber ich merke schon, die letzten Folgen sind da wieder so. Unter 10 Minuten ist nicht gut für meine Wiedergabestatistik, aber da jetzt die Videos künstlich in Länge ziehen, das will ich auch nicht. Oh, von daher bedanke ich mich bei euch für eure kurze Geduld, auch für die Geduld, bis die nächsten Ausgaben kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, ich wünsche euch alles Gute, tschö, euer Rick.